Der TX-130 Saber Tank war ein Angriffspanzer der Galaktischen Republik, der fast während der gesamten Klonkriege eingesetzt wurde und die wichtigste Bodeneinheit der Republik darstellte. Später wurde er zusammen mit den auf ihm basierenden TX-130T-Kampfpanzer in die imperiale Armee übernommen. Einige Exemplare gelangten auch in den Besitz der Rebellen. Er verfügte über zwei schwere Laserkanonen, zwei Erschütterungsraketenwerfer und ein um 180 Grad drehbares mittelschweres Zwillingslasergeschütz. Die volle Einsatzbereitschaft erforderte einen Piloten und einen Co-Piloten oder Astromech-Druiden. Darüber hinaus bot er Platz für einen zusätzlichen Schützen und zwei Passagiere. Zum Schutz des Fahrzeugs war eine leichte, robuste Panzerung sowie ein Schildgenerator installiert. Schnell zeigte sich, dass der Panzer sich perfekt für vielfältige Aufgaben eignete, unter anderem für Verteidigungsoperationen wie Eskorten für die langsameren Kampfläufer, Hit-and-Run-Missionen, bei denen er dem Gegner Schaden zufügte und sich wieder zurückzog, bevor dieser reagieren konnte, planetare Infiltration sowie Infanterieunterstützung. Nach dem erfolgreichen Feldversuch auf Geonosis avancierte der Kampfpanzer schnell zur wichtigsten Bodeneinheit und wurde zu einer der meistgefürchteten Einheiten der Großen Armee der Republik. Aufgrund der Balance zwischen Panzerung und Geschwindigkeit war das Fahrzeug gegen nahezu alle feindlichen Einheiten effektiv. Schnellere Feinde besaßen meist schwächere Waffensysteme und waren nicht in der Lage, die Schilde des Panzers zu durchdringen. Langsamere und dafür stärkere Feinde konnten ausmanövriert und an ihren schwachen Punkten angegriffen werden. Hallo und ein erneutes Hallo zu einem neuen Review. Dieses Mal, wie beim letzten Video angekündigt, schauen wir uns jetzt diesmal das 75342er Republic Fighter Tank an. Erschienen ist es am 26. April 2022 natürlich. Hat 262 Teile und eine UVP von 39,99. Schauen wir mal uns das an, ob es die 40 Euro überhaupt wert ist. Denn dieses Set wurde, als es anfangs geleakt wurde, ziemlich von den Kommentaren her auseinandergenommen
weil das Set sah am Anfang erstmal aus wie so ein 4-Plus-Set, weil es halt sehr viele große Teile hatte. Auf den ersten Blick zumindest. Als dann allerdings aber dieses Bild hier, soweit ich mich noch erinnern kann, geleakt worden ist, also dieses Coverbild, sah die Sache aber schon ganz anders aus und dann bekam der Fighter Tank schon ein bisschen mehr Zuspruch. Aber jetzt schauen wir erstmal kurz an, was jetzt die Verpackung nochmal hinten zu bieten hat. Da hat es nur drei Spielfunktionen. Wir haben jetzt einmal hier eine große Luke, das wurde auch ziemlich scharf kritisiert hier. Richtig klobiges Teil halt einfach. dann haben wir hier natürlich wieder diese Springload Shooter. Ziemlich ungünstig gesetzt, wie ich finde, weil die Teile sind ja ziemlich lang. Die habe ich jetzt auch nicht dran, weil sieht einfach nur alles, macht nur alles noch hässlicher. Weil die sind ja ziemlich lang und dann gucken die halt hinten komplett raus, so wie hier zum Beispiel auf dem Bild zu sehen. Die ragen da einfach nur komplett hinten raus und dann kommt man, fasst man eh dann auch so sehen an, dann fliegt es die ganze Zeit nur durch. Total blöd eigentlich gesetzt. Genau, und ein anderes Feature, was man als Feature eigentlich nicht zu zeigen braucht, sind halt, dass es halt unten Räder hat, dass es halt rollen kann. Räder weiß ich nicht. Ich finde, wie beim AET vom 8018, diese runden Platten da, das ist so, dass es dann damit simuliert, als würde schweben. Finde ich besser, als jetzt so Räder jetzt dran zu setzen. Weil das kratzt dann halt so ein bisschen und für Leute, die da ein bisschen sensibel sind bei dem Ton, macht es schon ein paar bisschen mal Gänsehaut, aber naja, sei es drum. Genau, wir haben dann auf jeden Fall zwei Clone Trooper, beziehungsweise drei Clone Trooper von der 187. Legion. Die 187. Legion, die gehört sozusagen Mace Windu. Also ist ihm unterstellt und die sind sozusagen trainiert auf dem Kampfstil von ihm. Und Mace Windu hat halt eben eher so einen aggressiveren Kampfstil, ist eher an der Front. Und dementsprechend hat sich das Training von diesen Klonen aus dieser Legion seiner Kampftechnik, sage ich mal, angepasst. Sind halt trainiert darauf. Genau, und die haben halt eben auch eine Farbe anhand passend seiner Lichtschwertfarbe, also lila. Da haben wir drei Stück, da haben wir zwei normale generische Klone und einen Klonkommandanten. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt der Klonkommandant Keller ist oder nur einfach nur ein generischer Klon-Airborne-Kommandant. Oder halt Commander. Oder das gleiche? Keine Ahnung. Genau. Da haben wir noch dazu zwei ganz normale B1-Kampfdruiden, gehört halt meist immer dazu. Ist auch immer super, wenn es welche dazu on top gibt. Kann man nie genug davon haben. Und ja, wenn man schon so ein Pack bekommt oder halt so ein Set bekommt, dann ist es immer gut, wenn man noch ein paar Gegnerseiten oder halt Figuren von der Gegnerseite aus hat. Denn wenn man sich das erste Mal als allererstes Lego-Set kauft, dann braucht man ja ein paar Gegner. Deswegen sind die zwei Battle-Druiden ganz gut mit dabei. Jedenfalls, ich finde auf jeden Fall die den Klon Airborne Trooper ist mein persönliches Highlight an dem ganzen Set, nicht der Tank, auch nicht, okay, Mace Windu schon ein bisschen, weil der hat noch einen besonderen Print, auf den wir gleich noch eingehen werden, aber ich persönlich finde, der Klon Airborne Trooper, ich wollte schon, habe ich mir lange überlegt, mal einen auf eBay dann zu kaufen, einen von den 212 der Legion, aber dann kam ja noch dann eben rechtzeitig ein Leak, wo es halt eben den hier gab von der 187. in lila eine Farbe, Violett. Violett ist meine Lieblingsfarbe, also perfekt. Aber ich finde den vom Helm, sagt er mir, ist schon ziemlich zu. Finde ich optisch besser als die hier. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit dem. Was das Besondere beim Mace Windu ist, dass er halt hier für ein 40-Euro-Set ein Armprint hat. Gut, das zeige ich jetzt hier oben in dem Video, nicht hier. Deswegen habe ich eben hier das extra Video gemacht. Bei dem Armprint sieht man halt einfach, dass er diese Armschienen dran hat. Aus der Clone Wars-Serie. An einer Seite eben das Logo vom Jedi-Orden und an dem anderen ist halt, ja. Was war es nochmal? So dieser Comlink. Ja, genau, halt da, wo halt, ja,
kommunizieren kann mit den anderen. Das ist das Highlight von dem Mace Windu und der war auch eine ziemliche Überraschung eben, dass es ein 45-Euro-Set gleich so ein Print gibt dazu. Finde ich auf jeden Fall echt gut. Ich habe auch den Mace Windu, weiß aber nicht von welcher Version das ist. Auf jeden Fall ein älterer Mace Windu, da finde ich den tausendmal besser, auch von seinem Gesicht her. Schade, dass er nur ein Gesicht vorne hat, also kein wechselbares Gesicht, aber gut, er hat eine Glatze und da wäre es halt ungünstig, ein Gesicht an der Rückseite zu machen. Genau, dann haben wir noch hier den Republic Fighter Tank. Gehen wir erstmal auf die positiven Sachen ein. Positiv auf jeden Fall ist halt, dass er für seine Größe in Ordnung ist. Ich finde, wenn ich mir zum Beispiel Spiel Star Wars Empire at War oder halt also das Mod dazu mir anschaue, dann sind die Republic Fighter Tanks auch in Relation dessen ähnlich. Also die Figuren zum, oder halt die Klone zum Republic Fighter Tank von der Größe her, von der Skalierung, sagen wir mal so, ähnlich. Deswegen bin ich mit der Gesamtgröße hier zufrieden. Auch finde ich, prinzipiell ist immer gut, je mehr Luken man öffnen kann, desto besser. Man kann auch ein paar Truppen hier reinsetzen. Klappt alles wunderbar, auch eben hier hinten kann man genauso Klonen noch hinten reinsetzen. Hier oben auch ebenfalls einer. Was eben dann halt auffällt, eigentlich hat der Republic Fighter Tank doch hier oben so ein Lasergeschütz. Gibt es halt hier nicht drauf. Schade. Kann man aber, das würde ich mal sagen, leicht modifizieren, wenn man will. Was jetzt aber negativ an dem ganzen Set sind, sind halt, wie man schon sieht, auch die ganzen Sticker hier. Das sind insgesamt, ich glaube, 10, 11, 12 Sticker. Ist also eine ziemliche Menge für nur 262 Teile. Und ich habe auch die Sticker drauf gemacht, auch wenn ich jetzt unbedingt nicht so ein Fan davon bin. Weil ohne Sticker ist halt alles einfach nur blanko weiß, sieht halt einfach komplett langweilig aus. Deswegen finde ich, bei diesem Set ist es gerechtfertigt, dass man da die Sticker drauf klebt. Weil sonst sieht es halt einfach nur scheiße aus und langweilig. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dann die Sticker, die ganzen 10, 12 Sticker drauf zu kleben und sieht so natürlich dann wirklich gut aus. Ja, wird dann halt eben, dafür kann man halt die Teile nicht für was anderes dann irgendwann mal verwenden, wenn man mal dazu käme. Was mir auch noch fehlt, sind bei der Clone Wars Version, also der größte Republic Fighter Tank, der hatte hier an den Seiten, also der Republic Fighter Tank prinzipiell generell hat auch Raketensalven hier an den Seiten. Und das hat die Clone Wars Version hatte es gehabt. Hier hat es halt nicht. Hier ist es, sag ich mal, simuliert als diese beiden Kasten halt hier außen drumherum. Ja. Mit viel Vorstellungskraft kann man sagen, okay, da kommen dann halt einfach mal ein paar Raketen raus. Ja. Auch zum Display passt es ja auch. Also man kann schon darauf verzichten, aber ich fand die Funktion bei der Clone Wars Variante schon ganz cool, dass man das einfach so wechseln konnte und dann, ja, kamen da halt die Raketen raus. Bisschen störend sind hier diese zwei Antennen, die fliegen ziemlich schnell raus, die fallen schnell ab, wenn man mal aus Versehen drüber kommt, weil die sitzen nicht so wirklich fest. Genauso wie hier Dialogenbereich, der fällt auch mal gerne ab. Ja. Das sind jetzt eher so Kleinigkeiten. Das andere, was halt man auch schon an vielen anderen Videos sieht, ist halt zum Beispiel bei der Luke oder so, ist halt hier diese so eine freie Stelle halt, wie man sieht man auch hier. Ist halt so eine Öffnung, so total unnötig. Und da gibt es auch, wie ich jetzt dann gleich hier zeige, gibt es dann halt eben die Möglichkeit dann einfach mal die vorne hier wegzumachen, dass es dann halt hier nicht dagegen stößt, sondern dass es dann halt richtig reinpasst. Bei Erschütterungen klappt sich das halt immer weiter tiefer rein, dann sieht es halt auch wieder komisch aus. Ja,
habe ich jetzt halt mal wieder dran gesetzt, weil ich komme jetzt auf eine andere Sache zurück, die ich euch jetzt auch gleich zeigen werde, die halt, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei meinem jetzt hier ist, dass es so beschissen gemacht worden ist, oder ob das jetzt generell bei jedem so ist. Würde mich mal interessieren, ob das bei euch, wenn ihr das halt auch habt, ob das bei euch genauso irgendwie sich blöd verhält. Denn, wie ich jetzt hier zeigen werde, diese Kanonen, wenn bei einer ganz leichten Erschütterung, oder selbst wenn ich es nur mal kurz bewege, die seitlichen Kanonen, die neigen sich sofort runter. Ich dachte eigentlich, dass es so fest zusammenbleibt, weißt du, die werden ja mit zwei schwarzen Pins dann hier befestigt, zwei schwarzen Technikpins befestigt. Und da dachte ich dann, dass es eigentlich optimal dann festhält. Also muss nicht bombenfest hält, sondern halt einfach nur festhält. Aber schon allein bei einer leichten Erschütterung neigen die sich schon gleich direkt runter. Aber es muss nicht mal sowas hier sein, sondern es reicht einfach nur ein bisschen hier zu rütteln und das geht schon runter, aber total scheiße halt. Das ist ja total nervig, dann die ganze Zeit immer nur so wieder zu richten. Und das bleibt ja auch. Ab einer bestimmten Stelle, wie hier gerade, kippt es immer runter wegen extra Schwerkraft vorne. Verstehe ich nicht. Also das finde ich, das ist das Einzige, was mich halt total, nicht anpisst, aber halt, was halt einfach nur scheiße gemacht ist. Und ja, muss ich mal gucken, ob es mit den anderen Pins vielleicht besser festhält, als mit die jetzt da mit dazugehört haben. Ob es vielleicht an den schwarzen Pins liegt, die da nicht so felsenfest drin stecken. Keine Ahnung. Also würde mich interessieren, ob das mal bei euch, wenn ihr das auch habt, ob das bei euch genauso ist, so eine Krankheit ist. Oder ob das jetzt nur bei mir zufällig der Fall ist. Bei sonst keinem einzigen Review-Video habe ich das gesehen, dass das mal angemerkt worden ist. Mir ist es gleich sofort aufgefallen. Deswegen, weiß nicht, vielleicht habe ich halt gerade das Pech gehabt, dass ich jetzt dann schlechte schwarze Technik-Pins bekommen habe und ja, die halt nicht festhalten. Also das ist der größte Kritikpunkt an dem ganzen Set, den ich habe bei meinem Public Fighter Tank. Aber sonst, genau, kann man ja nochmal kurz gucken. Ich weiß, ob hier die Räder, genau. Da sind ja so kleine Räder dann verbaut. Fährt auch optimal, schön sanft, schön leise. Ja. Fährt halt. Macht was es soll, wenn es Räder hat. Für 40 Euro ist es ziemlich mager, auch für 262 Teile. Man bleibt mal abzuwarten, dass es mal 30% reduziert wird. Dann kann man es sich auf jeden Fall besorgen. Ich würde es eventuell dann eben, wenn es 30% Rabatt gibt, vielleicht nochmal besorgen. Ansonsten eher auf eBay Kleinanzeigen dann zurückweichen, wenn es dann mal 2 Monate schon im Sortiment lag, dann wird der Preis sicherlich auf 30, 25 Euro. Allein nur die Republic Fighter Tank wird nur für 20 Euro dann auf eBay 100 Pro. Nicht 100 Pro, aber halt so 80%, sage ich mal. Mit 80%iger Wahrscheinlichkeit dann für 20 Euro der Republic Fighter Tank selbst zur Verfügung stehen. Die Figuren hier, Mace Windu selber, der wird bestimmt an Preis, an Wert sein. Genauso wie dieser Klon R187 Airborne Trooper. Und generell halt die 187 Klon Trooper. Ja. Da würde ich vielleicht dann nochmal, vielleicht 6 bis zu noch 4 weitere von denen und einer von dem reicht ja. Das passt schon so. Aber mehr würde ich nicht wollen. Ja, ein Mace Windu reicht ja. Wir brauchen ja nicht mehrere. Genau. Das war's dann eigentlich auch schon zu dem Set, zum Republic Fighter Tank. Prinzipiell gefällt er mir. Wie gesagt, er hat seine Schwachstellen, er hat seine blöden Stellen, vor allem das da hier. Naja, aber trotzdem gefällt er mir, muss ich sagen. Wenn ich das hier vielleicht ausgebügelt bekomme, dann passt. Dann habe ich nichts dagegen. Auch, also mich stört es auch nicht, dass er jetzt kein Lasergeschütz oben hat. Kann man ja auch leicht upgraden, modifizieren. Das ist dann kein Problem.
Bloß für 40 Euro tut es halt schon ein bisschen Schlag ins Gesicht. Aber ja, genau. Das war's dann also mit dem Review. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr den Republic Fighter Tank auch habt, schreibt mir gerne mit rein, ob ihr diese Krankheit hier an den Seiten, an den Kanonen auch habt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr Videos davon sehen wollt. Und ja, in diesem Sinne sage ich dann gute Nacht. Wir haben jetzt 22.48 Uhr. Ich werde jetzt noch den Rest zusammenschneiden und dann werde ich mich auch noch schlafen legen. Bis dahin, baut was Schönes und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.